60 Sekunden Wissen wird dir präsentiert von Staufenbiel Modellbau. Schau rein unter www.modellhobby.de. Die EWD, die Einstellwinkeldifferenz, ist neben dem Schwerpunkt einer der wichtigsten Parameter an einem Flugmodell. Die Einstellwinkeldifferenz gibt den Anstellwinkel der Tragflächen gegenüber dem Höhenruder an, gemessen in Grad. Mithilfe einer handelsüblichen EWD-Waage lässt sich dieser Wert genau bestimmen und optimal einstellen. Bei einem Scale-Modell oder einem Segelflugzeug beträgt die EWD zwischen 0,5 und 2 Grad. Ein Kunstflugmodell hat meist eine EWD von 0 Grad. Das Modell wird für die Messung auf eine stabile Unterlage gestellt und darf während der Messung nicht bewegt werden. Der Wert wird je nach Ausführung der EWD-Waage auf einem LCD-Display dargestellt oder kann auf einer Skala abgelesen werden. Übrigens, auch bei AAF-Modellen ist die Überprüfung der EWD sinnvoll, um das Flugverhalten zu optimieren.